Nein, Patienten zum Arm. Und ich zeig ihm heute mal ein bisschen, wie das hier so läuft. Es ist ein junger Pisser, der war noch nie in einem Krankenhaus. Der will ein bisschen was lernen von Oberarzt Antoine. Ich bin Oberarzt. Ich bringe Ihnen dann ein bisschen so ein paar Tricks bei, so, weißt, so wie Facettendruck-Overdruck und so Schubladentest, wo du den Knie so raus und rein schiebst wie bei einem Regal. Verstehst du, was ich meine? Hammer, Haare, Hammer, Haare. Ey, du, Dummkopf. Hast du überhaupt gelernt? Ja, ich glaube nicht, ey. Du hättest jetzt erstmal deinen Schnauze. Du bist hier, weil ich dich trainiere. Das ist ja kein Kid-Unterricht, oder nicht? Sieht das aus wie Kid für dich? Sehe ich aus wie ein Simulationspatient, oder was? Habe ich einen Evaluationsbogen dabei, oder ein Rollenspiel, oder so? Richtig. Was ist das hier? Wieder richtig. Der lernt schnell. Du bist hier in den Charité. Das ist kein Zuckerspiel, weißt du? Ja, war wie geil! Da lachst du den Trainer, hm? Lachst den Oberarzt, lachst ein bisschen aus, weißt du? 40.000 Arztbriefe machst du mir. 40.000! Oder 4 nach 4. So, ich lasse euch jetzt mal mit dem Assistenzarzt Toni, weißt du? Das ist ein Chirurg. Der zeigt euch ein bisschen, wie das so läuft in der Chirurgie. Das ist ein gefährlicher Typ. Papa, papa, weißt du, ich muss aufpassen. Ich gehe ein bisschen operieren. Tu mal einer meinen Kittel aufheben. Verkehrt. 2 Wochen später, da komme ich so an. Oh, das war so schön.
Ja, ja, die spricht keine mehr alle. Die kennen mehr alle. Alles abgefuckte Patienten. Toni, ey. Ich kann alle damit. Beruhig dich, bitte. Beruhig dich. Ich weiß, dass dich das aufgeregt hat. Ich reg das auch auf, das ist klar. Aber komm runter, Toni. Komm runter! Nee, ich meine das ernst, komm spitz mal runter. Wir müssen aber reden. Ich würde mal sagen, peace out, ich bin draußen.